Hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu diesem Video. Und wenn du jetzt dieses Video anschaust, dann planst du vielleicht eine Karriere als Vertriebler, eine Karriere im Vertrieb oder im Network Marketing. Und ich möchte in diesem Video ja fünf wichtige Basics mit an die Hand geben, die du brauchst, um einen erfolgreichen Start in dem Bereich hinzulegen. Fünf Punkte, über die du von Beginn an nachdenken solltest. Ich habe dir auch zu diesem Video noch einen Blogartikel erstellt, wo ich nochmal tiefer in das Thema eingehe. Den Blogartikel werde ich dir dann unterhalb des Videos in der Textbeschreibung dementsprechend verlinken. Vorbeischauen lohnt sich. Auf meinem Blog oliverschirmer.de findest du dann im Übrigen auch noch weitere Informationen, Tipps und Tricks zu den Themen rund um Network Marketing, Online Marketing. Okay, lass uns loslegen. Eine Karriere im Vertrieb macht durchaus Sinn, darüber nachzudenken. Zum einen, weil es halt für jeden wirklich eine Option ist, ich sag mal, seine berufliche Laufbahn nochmal komplett auf Null zu stellen. Ja, in vielen Bereichen ist ein Quereinstieg möglich, so dass du nicht zuerst nochmal eine neue Ausbildung beginnen musst, sondern quasi mit Training on the Job machen kannst und deine Karriere bzw. deine berufliche Laufbahn nochmal komplett neu ausrichten kannst. Des Weiteren werden gute Vertriebler, gute Leute im Vertrieb händeringend gesucht. Ich glaube, StepStone habe ich mal was gelesen, dass das so ein bisschen das Nadelöhr vieler Unternehmen ist, gute Leute im Vertrieb zu finden. Und auch hier ist es einfach so, dass der Verkauf, der Vertrieb, das ist das Rückgrat von jedem Unternehmen, weil wo wäre ein Unternehmen, wenn es keine Verkäufer hätte, die Produkte an den Mann bringen, ja? Ohne Verkauf kein Umsatz, kein Gewinn, kein Wachstum für das Unternehmen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu verstehen, dass der Verkauf, auch wenn er bei vielen oft so nicht so gut angesehen ist, ja, dass es einer der wichtigsten Berufe ist, die du ergreifen kannst, ja, weil letzten Endes sichert der Verkauf viele, viele Arbeitsplätze im Innendienst, ja, im ganzen Unternehmen, weil denn nur wenn ein Verkauf zustande kommt, kann natürlich auch dementsprechend das Unternehmen weiter wachsen, weiter investieren, ja. Okay, also was musst du bedenken, wenn du jetzt im Vertrieb oder im Network Marketing startest? Fünf Basics beziehungsweise fünf Punkte, über die du dir da Gedanken machen solltest. Wie gesagt, habe ich dir unterhalb des Videos, verlinke ich dir nochmal zu einem Blogartikel, wo nochmal weitere Themen besprochen werden, wo es dann noch weiter in die Tiefe dann geht. Aber das soll jetzt einfach nicht Gegenstand dieses Videos sein. Also Punkt 1, wenn du eine erfolgreiche Vertriebskarriere bzw. eine erfolgreiche Karriere als Networker machen möchtest, dann musst du im ersten Step mal genau wissen, wer sind denn deine Kunden und wer sind nicht deine Kunden. Das ist ganz wichtig herauszufinden, welche Bedürfnisse, Probleme, Situationen, Herausforderungen haben denn deine Kunden. Ja? Wichtig einfach auch aus dem Augenblickwinkel heraus, dass du einfach sofort erkennst, ob du es mit einem Kunden zu tun hast oder eher nicht. Es steht nicht außer Frage, dass dein Produkt vielleicht für viele Menschen in Frage kommt. Das mag durchaus sein, aber wenn du wirklich, ich sag mal, gutes Geld verdienen willst mit einem angemessenen Zeitaufwand, dann ist es wichtig herauszufinden, was ist das Problem oder das Hauptproblem von einer bestimmten Personengruppe, ja, was dein Produkt exzellent lösen kann oder halt auch deine Dienstleistung und wo du einfach den größten Nutzen bringen kannst, wo dein Produkt, deine Dienstleistung einfach am stärksten helfen kann. Und wenn du dich auf diese Personengruppe konzentrierst, dann werden die Menschen durch dein Produkt, durch deine Dienstleistung, durch dich gute Ergebnisse erzielen. Und werden dann dementsprechend natürlich auch für dich als Hebel fungieren, weil du dann natürlich ganz anders Empfehlungen nehmen kannst, ganz anders weiterempfohlen wirst, weil du eben diese ganz spezielle Wirkung in ihrem Leben halt bewirkt hast. Ja, also ganz wichtig, kenne deinen Kunden. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn du ein Vertriebsteam aufbaust. Wer sind denn deine idealen Vertriebspartner? Welche Eigenschaften brauchen die und worauf solltest du dich konzentrieren? Du siehst es den Leuten zwar nicht immer an, ja, und auch was die Menschen sagen, du kannst es nicht immer sofort herausfinden. Und da einfach noch ein Tipp, so by the way, dass wenn du jetzt im Network Marketing bist,
gib den Menschen, die die Chance wollen, gib ihnen die Chance, ja, und mach deinen Job, indem du einfach immer wieder neue Leute hinzurekrutierst. Und wenn du zum Beispiel mal 100 Leute zusammen hast, dann schau auf die 20 oder auf die 15, mit denen, wo du merkst, hey, da bewegt sich was vorwärts, und dann fokussier dich da drauf und gib den Menschen deine volle Unterstützung, und dann geht's an die nächsten 100 und dort nimmst du wieder die 20 und so weiter, so dass du einfach, ja, für dich mit deinem Team auch schneller vorankommst. Aber das nur so, by the way. Der zweite Punkt ist wichtig, dass du für dich und für deine Ergebnisse ja auch Verantwortung übernimmst. Ich habe schon häufig gehört, ja, wenn ich mich mit Menschen unterhalten habe, die zum Beispiel in einem Network-Marketing-Unternehmen waren und dann woanders hingewechselt sind oder woanders hin wollten, war häufig die Aussage, dass sie keine Unterstützung der Upline bekommen haben. Wenn man aber mal dann genau nachfragt, dann ist es sehr, sehr häufig so, dass die Menschen dort einfach ja nicht das gemacht haben, was ja, ich sag mal, in den Leitfäden drin steht, was geschult wird, sondern sie haben es immer auf ihre Art und Weise probiert. Das hat natürlich nicht funktioniert. So, und wenn natürlich jetzt eine Führungskraft, ja, jemandem hilft und merkt, die Person setzt null davon um, ja, liefert auch keine Ergebnisse, dann ist es natürlich nicht die Schuld des Teamleiters, des Leaders, der Führungskraft, sondern es ist immer die eigenen Ergebnisse sind immer die Verantwortung von dir selbst, ja. Niemand ist für dich und deinen Erfolg verantwortlich. Natürlich kann eine gute Führungskraft den Rahmen geben, kann dir ja auch ein Stück weit helfen, aber letzten Endes ist es wichtig, dass du die Arbeit ja für dich tust, ja, und wer halt die Arbeit nicht tut, der kann dementsprechend auch keine Ergebnisse erzielen. So, ja, einfach ist es im Regelfall, aber solange die Führungskraft nichts Falsches versprochen hat und auch da ist, wenn Hilfe benötigt wird, dann liegt es letzten Endes an dir selbst, Ergebnisse zu produzieren. Ja? Und die Einstellung dahinter, die Verantwortung abzugeben, zu sagen, der hat mir nicht genug geholfen, das ist auf einer selbstständigen Tätigkeit sowieso das falsche Mindset, weil letzten Endes kannst du doch nicht, wenn du dich heute selbstständig machst, erwarten, dass andere Menschen ja dir den Erfolg bringen, sondern du musst für dich selbst nach Lösungen suchen, selbst wenn deine Führungskraft jetzt nicht da ist, ist es doch keine Option zu sagen, ich gebe jetzt auf, sondern die richtige Einstellung ist ja dann, nach Wegen Lösungen zu suchen, wie du für dich erfolgreich werden kannst. Ja, und deswegen sage ich, übernimm Verantwortung für deine Ergebnisse. Und gerade im Network Marketing, niemand ist verantwortlich für deinen Erfolg und niemand ist verantwortlich für deinen Misserfolg. Die Person, die dich ins Geschäft gebracht hat, der einzigste Punkt, wo diese Person verantwortlich ist, dass sie dich ins Unternehmen gebracht hat. Was du daraus machst, ist ganz deine Entscheidung. Du bist erfolgreich, du bist verantwortlich für deinen Erfolg, den du hast, ja, niemand anderer, und du bist auch verantwortlich für den Misserfolg, den du hast, und da ist auch niemand anderer dafür verantwortlich. Dann, dritter Punkt, klare Strategie, ja, leg dir eine Strategie zurecht, eine klare Vorgehensweise, einen klaren Plan, wie gewinnst du neue Kunden, wie gewinnst du neue Vertriebspartner, welche Schritte sind dafür notwendig und wie übst du diese Schritte aus, ja, ganz wichtig, klare Strategie von Anfang an. Dann, die einzelnen Schritte, das ist der vierte Punkt, die einzelnen Schritte in diesem Prozess, ja, in deinem Vertriebsprozess, die musst du können, ja, du musst dein Handwerkszeug beherrschen, du musst Leitfäden beherrschen, du musst deine Kontaktgespräche beherrschen, die Verkaufsgespräche, wie willst du neue Teampartner ausbilden, wie willst du im Bereich Führung agieren, es ist wichtig, sich diese Prozesse einfach mal bewusst zu machen und die eigenen Ideen dazu auch aufzuschreiben und dementsprechend dann mit Leben zu füllen, das Ganze, ja, mit natürlich den Hilfsmitteln, die du von deinem Unternehmen zur Verfügung gestellt bekommst. Und dann ist es auch wichtig, immer wieder diese einzelnen Schritte zu verfeinern, zu optimieren, zu verbessern, bis daraus ein System geworden ist, was einwandfrei läuft und wo ja Erfolg quasi planbar und ja ein Stück weit auch garantiert werden kann, wenn man diese Schritte einhält. Und last but not least, der fünfte Punkt, ist mit der wichtigste, ja, was ich immer oder was meine Erfahrung aus den letzten Jahren halt einfach auch ist das Thema Weiterbildung, persönliche Weiterentwicklung. Viele Dinge, ja, die du im Vertriebsalltag brauchst,
Du kannst, also Verkauf, Vertrieb, es sind alles Vorgänge, die dort stattfinden. Das ist wie in einem Handwerksberuf auch. Du kannst diese Dinge lernen. Was du aber nicht lernen kannst, ja, das ist der eigene Antrieb, sich permanent weiterentwickeln zu wollen. Nicht nur im fachlichen Bereich, produktbezogen, auf den Markt bezogen, sondern halt eben auch an deiner eigenen Persönlichkeit zu arbeiten, immer wieder besser werden zu wollen, dass du für dich einfach das Ziel hast, die beste Person zu werden, die du sein kannst, ja, und das merken natürlich auch deine Mitmenschen, wenn du dich weiterentwickelst, ja, dann werden deine Kunden das merken, weil du wirst deinen Kunden Mehrwert bieten können, und wenn du Mehrwert bieten kannst, dann bist du mehr wert, und dementsprechend werden Menschen verstärkt mit dir zusammenarbeiten wollen, während vielleicht jemand in der Konkurrenz auf einem gewissen Plateau stehen bleibt, und ja, und dann hast du natürlich den Vorteil. Aber auch persönliche Eigenschaften wie Freundlichkeit, Höflichkeit, positive Einstellung, zu schauen, was ist gut an dem anderen. Das sind alles Dinge, an denen du arbeiten solltest, weil das ist letzten Endes, was dann, ich sag mal, den Erfolg potenziert. Du kannst, ich gebe dir ein Beispiel, stell dir mal vor, eine Person, die griesgrämig ist, die den Fokus aufs Negative hat, sitzt bei einem Kunden, die kann das gleiche Gespräch machen wie eine andere Person, die fröhlich ist, die das Gute an anderen sieht, die sehr schnell eine Beziehung aufbauen kann, ja, wo einfach in der Lage ist, ja, ein Stück weit ja, Sympathie aufzubauen, so dass die andere Person sich wohlfühlt. Was glaubst du, wenn beide das gleiche Gespräch machen, wenn beide die gleichen Einwände behandeln müssen. Wer davon wird letzten Endes das Geschäft machen? Logischerweise die Person, wo die Menschen ein gutes Gefühl haben, wo die Menschen ein gutes Bauchgefühl haben. Ja, und das ist in der Regel die Person, die sich halt, die an ihrer Persönlichkeit arbeitet, dafür sorgt, dass sie immer besser wird. Okay, das waren jetzt die fünf Tipps zu Beginn. Ich hoffe, das Ganze war hilfreich für dich. Unterhalb des Videos findest du jetzt den Link zum Blogartikel. Schau vorbei, dort findest du ja noch tiefergehende Informationen. Wenn das Ganze für dich hilfreich war, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, und mich würde natürlich auch ja deine Meinung zum Thema interessieren. Welche Tipps hast du gerade für Newcomer im Vertrieb, im Network Marketing? Nutze einfach die Kommentarfunktion, wenn du Bock hast auf eine Zusammenarbeit mit mir, findest du unterhalb des Videos ebenfalls die Links, wo du dich weiter informieren kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir maximale Gewinne. Wir sehen hören uns im nächsten Video. Alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.